Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute geht es hier um die Grammatik und zwar schauen wir uns an, was der Unterschied zwischen einem Genitivobjekt und einem Genitivattribut ist. Tatsächlich werden die häufig verwechselt, daher lohnt es sich also, da mal genauer hinzusehen. Das Genitivobjekt ist ein Satzglied. Und was wissen wir jetzt über Satzglieder schon? Nun, also durch die Umstellprobe können wir die Satzglieder eines Satzes bestimmen. Ein Satzglied kann an verschiedenen Positionen im Satz stehen. Und neben dem Subjekt und dem Prädikat, was wir alle kennen, die definitiv Bestandteil eines jeden Satzes sind, gibt es also auch noch die Objekte, Akkusativ, Dativ und Genitivobjekte. Um herauszufinden, ob ein Genitivobjekt in einem Satz ist, nutzen wir das Fragewort wessen. In unserem Satz, dies bedarf einer Erklärung, habe ich schon die Satzglieder getrennt durch diese Striche hier. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich habe den Satz umgestellt und geschaut, was bleibt immer zusammen in diesem Satz und was kann, beziehungsweise welche Wörter können auf anderen Positionen stehen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Als erstes starte ich mit einem Fragesatz. Bedarf dies einer Erklärung? Bedarf kann also vorne stehen. Zweite Umstellung. Eine Erklärung bedarf dies. So habe ich ganz schnell die drei Satzglieder trennen können. Wenn wir jetzt fragen, wessen Bedarf es, lautet die Antwort einer Erklärung. Damit haben wir das Genitivobjekt herausgefunden. Eine Erklärung ist also das Genitivobjekt. Unterstreiche ich mir. Und schreibe es auch nochmal hin. Fragewort war wessen. Es gibt einige wenige Verben, die hier bedarf, die ein Genitivobjekt fordern. Die sind aber selten und werden heute auch nicht mehr so häufig genutzt, weshalb das Genitivobjekt auch nur selten vorkommt. Beispiel für solche Verben sind beschuldigen, gedenken oder anklagen. Wenn du dich nochmal ausführlicher mit dem Genitivobjekt beschäftigen möchtest, dann habe ich dir hier oben das passende Video dazu verlinkt. Wie ist es jetzt in diesem zweiten Satz? Der Ball des Jungen rollt auf die Straße. Ist des Jungen auch ein Genitivobjekt? Ich frage auch hier mit wessen. Wessen Ball rollt auf die Straße? Antwort des Jungen. Hier gibt es jetzt zwei große Unterschiede. Und zwar bezieht sich des Jungen auf den Ball. Das Substantiv der Ball wird also näher beschrieben. Außerdem handelt es sich hier nicht um ein Satzglied. Das können wir daran erkennen, dass es im Satz nicht alleine stehen kann. Wenn wir die Umstellprobe machen, merken wir, dass des Jungen immer zusammen mit der Ball stehen muss. Machen wir einmal schnell. Wir starten wieder mit der Frage, rollt der Ball des Jungen auf die Straße? Auf die Straße rollt der Ball des Jungen. Wir haben also auch hier drei Satzglieder. Und des Jungen ist Teil eines Satzgliedes, aber kein eigenständiges Satzglied, weil es eben nicht alleine stehen kann. Es handelt sich also hier um ein Genitivattribut. Und damit du dir jetzt besser merken kannst, was wir gerade besprochen haben, habe ich dir alles Wichtige nochmal zusammengefasst. Also wiederholen. Das Genitivobjekt ist ein Satzglied. Es gehört zu einem Verb und diese Verben sind eher selten. Das heißt, das Genitivobjekt kommt sehr selten vor. Das Genitivattribut ist Teil eines Satzgliedes und es bezieht sich auf ein Substantiv. Genitivattribute kommen häufiger vor als Genitivobjekte. Und wenn du das ganze Thema jetzt noch einmal üben möchtest, dann habe ich dir dazu in der Videobeschreibung das passende Arbeitsblatt verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, freue ich mich über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.